So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Business Spotlight. Mein Name ist Vianney Laubière von Action Coach Stuttgart und heute führe ich das Interview mit Ernst Stefan Sauer, Mitbegründer und Geschäftsführer von der Pasiura GmbH. Vielen Dank, Herr Sauer, für Ihre Zusage zu diesem Interview. Vielen Dank und vielen Dank für die Vorstellung. Bitte lassen Sie uns gleich anfangen und erzählen Sie uns doch zu Beginn von sich, Herr Sauer, was machen Sie bei der Pasiura GmbH und seit wie vielen Jahren jetzt? Ja, ich bin Stefan Sauer und Mitbegründer von Pasiura. Das ist eine Spezialgärtnerei für Sukkulenten. Was das ist, erkläre ich gleich. Wir haben das Ganze vor 7 Jahren gegründet. Wir sind meine Frau und ich. Zu der Zeit war es noch Freundin. Und wir haben das Ganze aus einem Blog raus gestartet. Und weil es einfach die Pflanzen, also diese Sukkulenten, was wasserspeichernde Pflanzen sind, die Sie bestimmt kennen. Es sind Pflanzen wie Kakteen, also alle Kakteen gehören mit dazu, die verkaufen wir aber kaum. Und zum Beispiel, was sehr gängig ist, ist Aloe Vera. Und somit war das immer schon eine Leidenschaft von meiner Frau. Und somit sind wir erstmal dazu gekommen, dass wir einen Blog gestartet haben, um erstmal ein bisschen darüber zu schreiben. Und aus diesem Blog raus, ohne Hintergedanken, das irgendwann auszubauen, haben wir dann später Pasiura ausgegründet, das erste Gewächshaus angemietet und daraus ist dann das entstanden, womit wir heute arbeiten. Spannend. Und wer braucht in erster Linie Ihre Dienstleistung oder Ihre Produkte? Wie schaut im Prinzip Ihr idealer Kunde aus? Da wir ein sehr segmentiertes Kundenfeld haben, also dadurch, dass wir sehr unterschiedliche Produkte anbieten. Also wir haben deswegen nicht einen speziell ideellen Kunden, sondern wir haben ja dadurch, dass wir erstmal an, ich sag mal, an normale Pflanzenliebhaber, an Privatkunden verkaufen oder auch an Sammler. Dazu haben wir aber auch noch Geschäftskunden. Speziell, wenn wir zum Beispiel Onboarding-Geschenke, Werbegeschenke oder einfach, ich sag mal, Firmenpräsente machen, jetzt in ganz verschiedener Couleur. Speziell auch, weil die Pflanzen natürlich so ich sag mal, sehr pflegeleicht sind und natürlich auch sehr vielfältig. Und wir haben auf der anderen Seite Kunden für Hochzeiten und Events. Und somit haben wir nicht den einen speziellen Kunden oder unseren Lieblingskunden, sondern wir sagen, wir haben ein sehr segmentiertes Feld, wo wir uns gar nicht so sehr festlegen, wie die aussehen. Es gibt einige, wo man natürlich sagt, das ist super, Sammler, die immer wieder kommen und auch zu monatlichen Angeboten immer wieder zurückkommen zu uns. Oder natürlich eine Firma, die jetzt speziell auch vielleicht für den Onboarding-Bereich in einer gewissen Regelmäßigkeit bestellt. Spannend, sehr interessant. Wer ist die erste Person, die Ihnen einfällt, wenn Sie an Erfolg denken? Also so aus dem Stegreif würde ich wohl sagen Richard Branson. Jetzt weniger wegen dem finanziellen Erfolg, weil ich sagen würde, okay, der aufgrund der Vielzahl der Firmen oder aufgrund von seinem Lifestyle ist das so ein Erfolgsmarker, sondern für mich war es immer viel mehr. Also ich glaube, ich habe alle Bücher von Branson gelesen und habe bei dem festgestellt, er ist jemand, der sehr viel experimentiert. Und mit dem Experimentieren geht auch ganz häufig das Scheitern einher. Und was natürlich heute eher was ist, was Scheitern ist ein sehr negativer Aspekt. Wenn darüber gesprochen wird, ist es meist, dass man diese, wie nennt man es immer, Fuck-Up-Evenings oder Fuck-Up-Events, wo man davon erzählt, wenn was schiefgelaufen ist. Ja. Und Branson ist ein, ich glaube, der hat, ich bin nicht ganz sicher, ich meine 400 Firmen ungefähr gegründet. Manche sehr erfolgreich, manche waren absolute Flops. Aber er hat sich nie davon entmutigen lassen. Also er hat immer noch weitergemacht und hat auch trotzdem, obwohl er, ich sag mal, jetzt nicht so der in einem Fachbereich sich vertieft hat, sondern sehr weit ausgegliedert in verschiedene Bereiche, ganz neue Bereiche auch entdeckt und hatte nie Angst, was auszuprobieren. Und das, finde ich, ist eine Sache, die natürlich auch ein Stück weit für Erfolg notwendig ist, dass man so eine Herangehensweise hat und so eine Einstellung, auch zum Scheitern und zum Ausprobieren. Sehr interessant, also die Bereitschaft zum Scheitern, also dass man das in Kauf nimmt. Es ist interessant, weil es führt gleich zu der nächsten Frage. Was ist die wichtigste Erkenntnis, die Sie als Unternehmer lernen mussten? Vielleicht auch auf die harte Tour, also à la Branson. Ich würde gar nicht so sehr, es gab natürlich einige Sachen, also ich wüsste jetzt gar nicht, also wo ich anfangen soll, weil es wahrscheinlich ein ganzes Spektrum ist. Aber ich würde mal sagen, das Wichtigste, was ich auch im Nachgang, also auch Retrospektive gelernt habe, war, wie wichtig es ist, ein gutes Team zu haben. Also einfach sowohl ein Gründerteam als auch die Mitarbeiter. Denn bei meiner Frau und mir
wir teilen uns das sehr auf. Wir kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Also ich bin kein Gärtner und sie ist Gärtnermeisterin. Ich komme so dadurch meine Berufsgeschichte schon mehrere Sachen gemacht, habe mit Onlinehandel sehr früh angefangen und bringe dadurch dann die ganze Erfahrung mit, wenn es fürs Marketing ist, für den Vertrieb, für den ganzen technischen Bereich. Und wir haben da nachher auch gemerkt, auch wenn es um Finanzierungsgespräche ging, dass es auch anderen immer wichtiger wurde, dass wir, ich sag mal, uns so gut ergänzen, dass wir nicht zu fokussiert sind, also dass wir nicht beides Leute in ihrem Fachbereich sind, also nicht beides, ich sag mal, beides Gärtner in dem Fall vielleicht, und wir aber vielleicht niemand für den Verkauf haben, niemand weiß, wie Webseiten aufzusetzen sind, wie ein Shopsystem funktioniert, wie Marketing funktioniert, und das war etwas, weil wir uns auch gegenseitig darauf verlassen können und man kann sich die Aufgabenbereiche so gut aufteilen und hat dadurch natürlich auch, dadurch, dass meine Frauen nicht sehr unterschiedlich sind, verschiedene Persönlichkeitstypen, wo wir uns gegenseitig erstmal verschiedene Blickwinkel haben, uns aber auch auf der anderen Seite sehr, sehr gut ergänzen. Sehr interessant. Was waren die größten unternehmerischen Probleme, die Sie überwunden haben als Unternehmer? Also ich würde mal aus der Sicherheit sagen, der Kauf von dem neuen Gelände, also weil wir umgezogen sind, 2019 sind wir umgezogen, genau. Und der ganze Prozess hat ein ganzes Jahr gedauert. Also man brauchte wirklich Durchhaltevermögen und es war vor allem die ganze Zeit ziemlich unsicher, weil natürlich, gerade wenn man ein sehr junges Unternehmen ist, die Finanzierung meist sehr schwierig ist, weil wir natürlich jetzt kein Tech-Unternehmen sind, wo man einen riesige Kapitalgeber dahinter hat, die vielleicht auch eine andere Risikobereitschaft haben, die natürlich auch in der Natur der Sache liegt als Risikokapitalgeber. Aber wenn man natürlich auf Klassenwege was finanzieren muss und den Weg über, also den klassischen Weg geht, merkt man halt einfach, wie zäh das ist. Und das war natürlich eine große Herausforderung, weil wir wirklich über ein Jahr hätte das zu jedem Zeitpunkt bis ganz zum Ende noch scheitern können. Es ist lang, ein ganzes Jahr dafür. Das ist ein langes Projekt, tatsächlich. Ja. Wo drückt heute der Schuh bei der Passiora? Also, ich würde mal sagen, im Moment ist es, ja, wie bei vielen anderen auch, also das soll nicht zu generisch klingen, aber das ist so die Personal, also qualifiziertes Personal zu finden. Personal zu finden ist eine andere Frage, aber qualifiziertes Personal zu finden und auch Neukundenakquise. Dass das natürlich ein Punkt ist, das Marketing entsprechend auszubauen, zu positionieren, auch gerade dieses Produkt Sukkulenten, weil das ein Wort ist, ich muss das ja eingangs schon quasi erklären, weil wahrscheinlich viele sagen, wir wissen nicht, was das ist. Also ja. Wir kennen das Produkt, wenn wir es sehen, aber wir wissen mit dem Namen nichts anzufangen, dass man das ein Stück weit auch transportiert und den Kunden auch erklärt, dass es was anderes ist, ob man hier eine Gärtnerei hat, also dass es auch vielleicht vom Preis was anderes ist oder von der Dienstleistung, dass da einfach gewisse Prozesse hinter sind, dass sowas aufwendig ist und sehr viel Arbeit mitbringt. Und somit ist das halt einfach zum Teil die Kommunikation, die unmittelbare dann mit dem Kunden und alles, was später darauf aufbaut, was in dem Fall natürlich dann auch noch neues Personal wäre. Zum Thema Personal, was denken Sie über die aktuelle Beschäftigungssituation in der Wirtschaftsregion Stuttgart und vielleicht auch speziell in Ihrer Branche? Also erstmal würde ich sagen, es ist vermutlich für alle gerade schwierig. Wie ich ja gerade schon gesagt habe, es ist bei fast allen so, alle suchen qualifiziertes Personal. Gerade in Stuttgart haben wir es schon ganz häufig gemerkt, ganz unabhängig davon, ob wir Praktikanten, Mitarbeiter, Werkstudenten oder Aushilfen hatten. Man konkurriert hier immer mit allen und fast alle anderen drumherum haben meist tiefere Taschen als man selbst. Aber wir haben relativ schnell am Anfang gemerkt, dass es uns so ein Stück weit dazu gezwungen hat, ständig auch unsere Beschäftigungssituation zu überdenken. Also dass wir überlegt haben, wie kann man es für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, für Praktikanten, also für alle, die irgendwie was, die eine Schnittmenge nachher mit diesem Unternehmen haben, wie kann man es für die möglichst attraktiv machen und auch auf deren Belange eingehen. Also ob es jetzt zum Beispiel Homeoffice ist, dann oder ob es zum Beispiel auch Präsenzpraktikum ist, das war während Corona, war das einigen sehr, sehr wichtig. Und dass man dann einfach auch auf die Leute speziell eingeht. Denn das ist was Konzerne, nicht alle natürlich, aber was Konzerne häufig so nicht können, dass man es einfach sehr, sehr persönlich zuschneidern kann. Und wir haben zur gleichen Zeit gemerkt, dass das eine sehr, sehr starke Win-Win-Position ist, wenn man interessierte Leute hat, denen auch Vertrauen entgegenbringt, dass die jetzt selbstständig was machen können. Und
die dann dadurch einfach noch motivierter sind. Also die haben auf der einen Seite eine gute Position, in der sie arbeiten, aus der sie richtig motiviert auch neue Dinge machen, mit Ideen kommen oder vielleicht auch schneller dabei sind, Fehler aufzuzeigen und oder Probleme und Herausforderungen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich für uns super, wenn man Leute hat, die gerne mal im Unternehmen arbeiten, sehr selbstständig und sehr produktiv arbeiten. Also es ist für uns halt einfach, es ist ein ständiger Arbeits- und Überdenkprozess, der damit einhergeht. Das haben Sie jetzt zum Teil schon erwähnt hier in Ihrer Antwort, aber dennoch, ich würde gerne die Frage etwas vertiefen. Was haben Sie als Arbeitgeber am meisten gelernt, seitdem Sie im Geschäft sind? Also als Arbeitgeber speziell ist, glaube ich, so die Personalführung. Ich mache Onlinehandel zwar schon sehr lange, habe aber häufig die Sachen allein gearbeitet oder wir waren in so kleinem Team, dass man sich einfach, man musste nicht eine Personalstruktur managen. Es waren einfach einzelne Leute, die aber relativ selbstständig arbeiten konnten. Das war in der Hinsicht kein Problem. Aber wenn man unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Aufgaben plötzlich hat, auch mit unterschiedlichen Kompetenzen, merkt man einfach, dass man ganz anders rangehen muss, auch Systeme für die zu generieren. Weil das sind Dinge, über die musste ich vorab nie nachdenken. Ich wusste, wo meine Sachen sind, ich wusste, wie alles funktioniert und plötzlich steht man da und man hat Leute, für die das einfach nicht klar ist und die zeigen einem dann so unterbewusst, oh, so funktioniert es nicht oder das ist für uns überhaupt nicht klar. Das muss uns erklären. Und da fiel erst einmal so, dass ich musste rückwärts arbeiten, um dann iterativ festzustellen, oh, das macht für andere gar keinen Sinn. Oder wie muss es für andere sein, wenn ich was Neues aufsetze, damit man bestmöglich arbeiten kann, damit die bestmöglich arbeiten können und man im Team am produktivsten ist. Ja, sehr, sehr praxisnah tatsächlich. Also sich hinterfragen, wie habe ich das gemacht oder wie mache ich das? Nutzen Sie besondere Instrumente oder Tools, um Ihr Team zu führen? Gibt es bestimmte Werkzeuge, bestimmte Gewohnheiten, die Sie installiert haben? Ich würde sagen, wir haben zwei Sachen. Einmal auf Makro- und Mikroebene. Also auf Makroebene haben wir Outlook ganz normal für die großen Termine. Wenn wir, ob jetzt ein Zulieferer vorbeikommt oder ob man ein Bewerbungsgespräch hat. Also alles, was fixe Termine so am Tag sind. Und alles, was wir eben, ich sag mal, To-Do, projektbezogen, Projektmanagement arbeiten, auch ob es Redaktionsplan ist für Newsletter, machen wir alles über Notion. Und das war was, wo ich am Anfang erst ein bisschen reinarbeiten muss, weil man im Prinzip mit einer komplett weißen Seite anfängt. Aber das hat uns sehr geholfen, weil die Mitarbeiter, ob es Praktikanten sind oder Auszubildende, die können einfach abhaken und das taucht dann direkt bei mir auf. Also ich konnte einen Workflow damit selbst generieren, speziell für unseren Bereich, also den auch speziell ich brauche. Und viele Tools sind natürlich praktisch, die da sind. Ist natürlich unmöglich, alles zu vergleichen. Aber das war für mich ein Tool, was ich für unseren Bedarf oder für unsere Herausforderung, auch für einzelne Projekte ganz individuell gestalten kann. Und dann auch gucken, dass man da einen gewissen Workflow drin hat, dass man einfach sieht, okay, Dinge sind nachher abgehakt, was ist noch offen, was muss geklärt werden, auch wie lange haben vielleicht einzelne Sachen gedauert, um zu gucken, was man auf Dauer noch verbessern kann. Also wo vielleicht die Hauptproblempunkte sind bei einem Projekt, was vielleicht auch nicht im Vorfeld klar kommuniziert wurde. Sehr strukturiert. Eine etwas ungewöhnliche Frage, aber ich finde sie interessant, weil sie viel verrät über die Persönlichkeit und den Werdegang des Gasts. Welchen Rat hätten Sie für Ihr 20-jähriges Ich, wenn er Ihnen heute über den Weg laufen würde? Ich würde sagen, mach's einfach. Also gerade wenn man 20 ist, noch sehr jung, vielleicht gerade Ausbildung abgeschlossen oder Studium, den Bachelor gerade durch und man eine Idee hat, dass man die Dinge einfach macht. Man hat zu der Zeit noch nicht viel zu verlieren oder im Prinzip kaum was zu verlieren. Man hat noch nicht so viel Verantwortung und das gleichzeitig, finde ich, hat man einen riesen Vorteil, wenn man so jung ist, man kann Erfahrungen sammeln und es fällt einem nicht direkt so extrem auf die Füße. Wenn man eine Website oder einen Blog startet und der nachher wirklich Mist ist oder ein YouTube-Kanal, es spielt im Prinzip keine Rolle, wenn es einem dann auf die Füße fällt, man ist noch ein bisschen flexibler, man hat einen anderen Lernprozess, eine andere Herangehensweise und man kann das Ganze, was man da lernt,
auf Dauer besser nutzen. Und gerade dieser Aspekt von der Umsetzung, finde ich, der fällt manchmal ein bisschen flach. Man versucht sich häufig so sehr mit den Prozessen auseinanderzusetzen, mit dem Lernen, vorab alles planen, was man nicht ausschließen sollte. Aber es ist so, wenn man Marathon läuft, man kann auch kein Buch drüber lesen oder 50 YouTube-Videos drüber gucken und Tutorials, weil man an irgendeinem Punkt muss man es einfach machen und man muss die Erfahrung selbst machen. Weil diese ganzen Dinge, die ich auch in meinem Prozess als Geschäftsführer und ist mal überhaupt als Leiter von verschiedenen Bereichen oder als Projektleiter auch von Dingen hier oder von meiner Arbeit zuvor gemacht habe, dass man einfach, man muss die Erfahrungen selbst machen, weil umso einfacher fällt es einem nachher nachzujustieren, speziell auch wenn man eine sehr spezielle Nische bedient, weil man da häufig nicht über den Tellerrand gucken kann und sehen kann, oh okay, so funktioniert das bei anderen, das machen wir genauso. Und deswegen ist Erfahrung halt einfach wirklich wichtig, um auf Dauer erfolgreich damit zu sein oder vielleicht auch zu merken, das ist nichts für mich und man steigt rechtzeitig aus. Klasse, vielen Dank, Herr Stefan Sauer, Mitbegründer und Geschäftsführer von der Passiora GmbH, für dieses spannende Gespräch. Dankeschön auch für diese wertvolle Einblicke, auch die Möglichkeit, Sie und Ihr Unternehmen ein bisschen besser kennenzulernen. Machen Sie es weiter so gut und auf Wiedersehen. Dankeschön, hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung.